Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute haben wir im Messtest hier einen Nubot XW900 aus der Nusub-Serie. 25 cm Chassis, Bassreflex, 43 Liter Nettovolumen. Gehäuse ist recht groß mit 47 cm hoch. Ja, eingestellt habe ich hier in der App 15 minus und die Windows-Lautstärke sind 17. Deswegen steht er rückwärts, weil der Treiber ist quasi hier hinten auf dem Bereich und hier vorne ist das Bassreflexrohr. Also der Treiber, so dass er in der Mitte vom Raum sozusagen ist, um wenig Einfluss zu kriegen. Mikrofon liegt in der Mitte vom Treiber, habe ich schon mal geguckt. Ich habe schon mal so eine kleine Vormessung gemacht, um die Lautstärke einzustellen. Und wir messen jetzt mal zusammen und schauen danach. Im Downfire-Bereich, ich werde dann auch nochmal direkt also auf die Seite legen und nochmal den Direktschall direkt vor der Membran messen. Dann messen wir das Bassreflex aber auch nochmal nach. Gucken wir uns alle drei Kurven an und werden mal sehen, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Downfire-Aufstellung, der Direktschallmessung sozusagen, wenn er liegt, als Frontfire. Und ja, dann gucken wir mal, ob der die 321 Hertz minus 3 dB, ist er mit 21 Hertz angegeben, ob er die auch schafft. Los geht's. So, da haben wir die Kurve von dem XW900. Die sieht sehr gut aus. Finde ich, für den Bassreflex-Subwoofer ist die nicht schlecht. Ab wo können wir den jetzt hier messen? Ich würde mal sagen, das sieht hier oben noch wie ein halbwegs brauchbarer linearer Frequenzgang aus. Und danach fällt er meines Erachtens ab. Und ja, hier vorne haben wir dann diese 24 Dezibel Abfall. Okay, ich würde mal jetzt da messen, wo ich jetzt ins Kreuz stehen habe. Das sind hier genau 30 Hertz. Also läuft linear bis 30 Hertz vor und fällt dann ab. Ja, was haben wir hier? 97,6. Bei 30 Hertz, das ist jetzt nur eine Messzahl, also nicht direkt für vollnehmen. Und jetzt 3 dB weniger sind dann 97 minus 3 wären dann 94,6. Suchen wir mal die 94,6. 95, 94,5. Ja, 94,5 können wir mal stehen lassen. Da sind wir bei 24 Hertz. 24 Hertz habe ich hier mit minus 3 Dezibel gemessen. Das ist nicht schlecht. Minus 6 dB, wo sind wir da bei minus 6? Also nochmal 3 abziehen. 94 minus ist also 91, 91,2, ja, sind wir ein bisschen zu weit, 91,6, das können wir so stehen lassen. Da sind wir hier bei 21 Hertz, also er macht diese 21 Hertz nicht minus 3 dB, sondern minus 6 dB. Aber, und das ist wichtig, er macht sie vor allen Dingen auch. Minus 6 dB ist noch zu hören, auch minus 10 dB ist gerade so noch zu hören. Alles, was unter minus 10 dB ist, wird sehr schwer, dass man es hören kann. Da braucht man wirklich dann schon ein sauberes Signal. Ja, ich würde den jetzt mal auf die Seite legen und dann messen wir den nochmal und die Kurve lasse ich natürlich an. Ich baue um und dann bin ich gleich wieder zurück. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe umgebaut. Der XW900, da steht es auch nochmal dran. XW900. Jetzt mal im Direktschallmessung nur des Woofers. Mikro ist drin, ein bisschen angeschrägt. Natürlich, klar, wir messen jetzt dann erst den Woofer, dann das Rohr. Alles ist an. Einstellungen sind auch wieder so da. Wir haben ja auch hier vor uns die Messung gemacht im Downfire-Fall sozusagen. Jetzt messen wir den ganzen Kollegen mal im Frontfire-Fall sozusagen. Los geht's. Die Messung ist in die Hose gegangen. Machen wir gleich nochmal. Nochmal. Ja,
Es gibt auch Messungen, die gehen in die Hose. Da muss man einfach nochmal abbrechen drücken und das Ganze normal machen. Wir sehen jetzt hier diese, ja, diese orangene Linie ist quasi der Frontfeierfall. Die liegt ungefähr drauf. Man kann jetzt natürlich auch noch ein halbes dB oder was nach oben schieben, aber man sieht auch ungefähr, dass hier vorne in dem Bereich sich schon was tut. Im Downfire ist der Bass etwas tiefer. Na, also hier sieht man, in dem Bereich tut sich nichts, im hinteren Bereich gar nicht, hier ist fast Lage gleich sozusagen. Aber hier im Bereich um die 35 Hertz, also in dem Bereich, da ist schon eine etwas größere Abweichung. Und das ist auf jeden Fall was, was der die Downfire-Aufstellung doch günstiger dastehen lässt in dieser Messung. Und hier im Abfall sieht es auch etwas sauberer aus, denn das ist genau der Bereich bei 15 Hertz, wo Rumpeln auftreten könnte. Zum Beispiel, wenn man einen Schallplattenspieler hat. Ja, von der Nadel auf der Platte. Und das wird im Downfire-Bereich nicht so begünstigt. Na, also das ist hier, fällt ja sauber linear nach unten weg. So wie es sei, also ne, stetig nach unten weg, so wie es sein muss. Und hier kommt so ein Buckel dazu, das könnte darauf hindeuten, dass man das dann im Raum auch negativ eher hört. Wir bauen jetzt nochmal schnell um auf das Rohr. Die Erhöhung zur Seite. Ich stelle es nochmal hier davor. Das Mikro, gucken wir, dass wir alles richtig eingestellt haben. So, ungefähr so in der Mitte. Ist natürlich jetzt nicht tausendprozentig genau wie im Labor. Geht uns aber auch nicht unbedingt darum. Wir wollen einfach nur mal sehen, was hat das für einen Einfluss, das Rohr? Wie sieht's aus? Die Windows-Lautstärke muss ich allerdings hier einstellen auf 9. Jetzt bei 21. Das habe ich gerade vor uns ausprobiert, sonst wird es zu laut. Los geht's. Das Rohr noch. Und jetzt haben wir hier grün noch das Bassreflexrohr dargestellt, nämlich da, wo es quasi wirkt, wo die Tuningfrequenz ist, das sehen wir hier auch ganz deutlich. Und zwar liegt die bei 22 Hertz, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, da liegt die Bassreflexrohrfrequenz. Ich glaube, das war, ich muss es nochmal gucken, 33,5 habe ich, glaube ich, in Erinnerung und ich glaube, war 6,7 Durchmesser. Werden wir dann im Desample-Test noch sehen. Wenn ich ihn zerlegt habe, kommen die Werte nochmal ganz genau. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, hier sieht man, dass da vorne der Boost quasi entsteht. Denn sonst wäre wahrscheinlich der Chassis schon hier vorne runtergefallen. Ja, da war das Gerät mit dem Providence FDS-12 vergleichen. Und auch dann im Zerlegetest mal zeigen, möchte ich diesen Providence, den habe ich nämlich auch schon gemessen, mal reinnehmen. Ihr wisst, was der Nubot XW900 kostet, 6,95 glaube ich, 6,95 Euro. Und der FDS-12, das wisst ihr inzwischen auch, was der kostet. Und zwar muss ich jetzt hier mal gucken, das müsste der sein. Ich mache mal eine vernünftige Farbe, das ist natürlich alles blau, ist doof, ne? So. Da haben wir den. Und ja, jetzt kommt die Frage, was soll ich kaufen mit Sicherheit? Also im Messtest schneidet der, das ist hier dieses Magenta, schneidet der Providence für 1000 Euro deutlich schlechter ab. Denn hier im hat der Nubot deutlich mehr Schall, mehr Headroom, wie man so schön sagt. Also hier ist wirklich mehr, viel mehr los im Raum an Bass, was man auch deutlich hören wird. Ich habe den Nubot schon mal in meinem Raum gehört. Ich war begeistert. Er hat extrem viel Schalldruck für einen 25er. Er macht auch richtig gut Hub. Ja, beim Providence war ich enttäuscht. Aber das dann später mal zum Fazit. Lasst gerne ein Abo da. Schaut euch gerne die anderen Videos an. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.